Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Otto-Brenner-Stiftung heiße ich alle herzlich willkommen. Unsere Stammgäste wissen, dass wir die Brenner-Preisverleihung meist mit einem medienkritischen Angebot verknüpfen, nicht in diesem Jahr. Denn 2019 ist ein besonderes Jahr. 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung, 70 Jahre Bonner Grundgesetz, 50 Jahre Mehr Demokratie wagen, Regierungserklärung von Willy Brandt, 40 Jahre NATO-Doppelbeschluss und so weiter und so fort. Ein Jahrestag aber stand und steht dieses Jahr ganz besonders im Mittelpunkt von Feierstunden, Tagungen und Rückblicken. Heute vor 10 Tagen jährte sich zum 30. Mal der friedliche Fall der Berliner Mauer. Ein Ereignis, das fest in unserem kollektiven Gedächtnis verankert ist, das das Leben vieler Menschen von heute auf morgen radikal veränderte und am Strich ein Ereignis von historischer Relevanz und weltpolitischer Bedeutung. Der Fall der Mauer in Berlin brachte das Ende der in Ost und West gespaltenen Stadt, ermöglichte die Wiedervereinigung der zwei deutschen Staaten, er half, die europäische Teilung zu überwinden und er trug entscheidend dazu bei, dass der Kalte Krieg überwunden werden konnte. Wagt man es heute, 30 Jahre nach dem Mauerfall, eine Zwischenbilanz der deutschen Vereinigung zu ziehen, so fällt auch bei genauerem Hinsehen durchaus gemischt aus, das Ergebnis. So schreiben wir in der Einladung für die heutige Tagung. Wir haben allerdings auch Anlass, die Habenseite der Einheit trotz aller Probleme und Schwierigkeiten nicht kleinzureden. Die Freiheit, die die Bürgerbewegungen des Ostens erkämpft haben, bedeutet unendlich mehr, als jetzt nur endlich frei reisen zu können. Die Demokratie, in der wir heute leben, bedeutet unendlich mehr, als nur bei Wahlen wirklich auswählen zu können. Unser Rechtsstaat schützt vor Willkür und bewährt sich durch Gewaltenteilung und Menschenrechte. Und auch das vereinigte Deutschland gilt in Europa als ein stabiler Faktor und ist in der Welt ein geschätzter Partner. Verehrte Gäste, mein Eindruck ist, dass das Gerede von den Besserwessis und das Schimpfen über die Jammerossis weitgehend verstummt sind. Aber Bundespräsident Steinmeier hat vor wenigen Tagen daran erinnert, dass die von Ulbricht erbaute Mauer vom Osten her niedergerissen wurde und dass wir neue Mauern auch in den Köpfen Ost wie West aufgebaut hätten. Jana Hensel, die kluge Autorin und streitbare Interpretin innerdeutscher Befindlichkeiten, hat kürzlich in der Paulskirche zu Frankfurt eine interessante Beobachtung zum Ausdruck gebracht. Menschen aus den alten Bundesländern, so sagte sie sinngemäß, sind überall Deutsche, ich ergänze vielleicht auch manchmal Europäer, nur wenn sie im Osten sind, fühlen sich einige dort als Westdeutsche. Menschen aus den neuen Bundesländern dagegen, so ihre Pointe, sind immer noch und zudem überall in Deutschland und der Welt Ostdeutsche. Das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, der, trifft er denn zu, viel aussagt über den aktuellen Stand der deutschen Einheit. Und ein zweiter Gesichtspunkt kommt hinzu. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass immer noch nicht von einheitlichen Lebensbedingungen und vergleichbaren Chancen in Ost und West die Rede sein kann. Fast wie ein roter Faden durchzieht zahlreiche Untersuchungen im Jubiläumsjahr ein zentrales Ergebnis. Ostdeutsche, so kann man verkürzt sagen, fühlen sich als Bürger zweiter Klasse. 30 Jahre nach dem Freudentaumel des 9. November herrscht in großen Teilen der neuen Bundesländer noch oder vielleicht auch wieder Katerstimmung.
Und viele objektive Daten sprechen auch eine eindeutige Sprache. Im Osten wird für weniger Geld länger gearbeitet. Bei den Renten ist die Einheit noch nicht verwirklicht. Kein DAX-Konzern hat seine Zentrale im Osten. Nur 18 der 500 größten Familienunternehmen haben ihren Sitz in Ostdeutschland. An 10 wichtigen Journalistenschulen der Republik werden gegenwärtig gut 200 Nachwuchskräfte ausgebildet. Weniger als 10%, genau genommen 16 Stück, kommen aus dem Osten. Es gibt in Deutschland Journalistenschulen, renommierte Journalistenschulen, an denen kein Ossi ausgebildet wird. An der Spitze aller 80 Ost-Unis oder Hochschulen agieren ausschließlich Wessis. Unter 200 Generälen und Admirälen der Bundeswehr dienen oder befinden sich lediglich 2 Ostdeutsche. Trotz Merkel, Gauck und Giffey ist der Osten in der Bundespolitik unterrepräsentiert. Der Elitentransfer vom Westen in den Osten erscheint in den Augen vieler nach wie vor ungebrochen. Noch nicht einmal jede vierte Führungsposition im Osten ist von Menschen aus den neuen Bundesländern besetzt. Die Abwanderung in den Westen ist zwar gestoppt, aber ihre nachhaltigen Folgen, besonders in eher strukturschwachen Gebieten auf dem Land, wiegen nach wie vor schwer. Diese Liste der Unterschiede zwischen Ost und West, diese eher bedenklichen Daten und Fakten zum Stand der Einheit, ließen sich fast beliebig verlängern. Aber das Kratzen an der Oberfläche ist nur eine Seite der Medaille. Die OBS wollte es genauer wissen, wie es wirklich um uns bestellt ist, 30 Jahre nach dem Mauerfall. Wir haben entschieden, Menschen in den Mittelpunkt einer Studie zu rücken, die erst nach 1989 geboren wurden, die also Teilung Deutschlands nur aus dem Unterricht, wenn überhaupt, oder aus Erzählungen kennen. Menschen also, die schon in das vereinigte Deutschland hineingeboren worden sind. Heute geht es hier jetzt darum, zentrale Befunde und wichtige Ergebnisse dieser Studie vorzustellen und diese dann in einem zweiten Schritt mit jungen Menschen, engagierten Jugendlichen aus Ost und West zu diskutieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Freunde der Otto-Brenner-Stiftung, erlauben Sie mir, dass ich am Internationalen Tag des Mannes bei der Vorstellung des Podiums heute nicht mit den Frauen beginne. Als Hahn im Korb möchte ich an erster Stelle Rainer Faust begrüßen. Dem Rheinland-Pfälzer wird meist Bodenständigkeit nachgesagt. Bei Rainer Faust, geboren in Speyer, scheint das eher nicht der Fall zu sein. Nach Stationen in Singapur, Australien und Neuseeland hat es ihn inzwischen nach Berlin verschlagen. Mit ihm und seinem Team haben wir unsere Studie, die erste Studie zur Nachwendegeneration, auf den Weg gebracht. Eine Studie, das sei nur kurz am Rande vermerkt, über die der Spiegel vorab berichtete und Herr Faust sich besonders deshalb freut, weil vor kurzem über einen Bericht in der Washington Post inzwischen auch in Taiwan von dieser Studie Kenntnis genommen worden ist. Gleich wird Herr Faust einige Ergebnisse vorstellen und dann mit seinen Thesen eine hoffentlich lebhafte Debatte anzetteln. Herzlich willkommen, lieber Herr Faust. Für lebhafte Debatten und Kontroversen sorgt seit gut einem Jahr eine weltweite Protestbewegung, Fridays for Future. Die OBS hat dazu eine Untersuchung veröffentlicht. Einige letzte Exemplare sind, glaube ich, draußen am Bücherwürfel der OBS noch zu haben. Weil wir es aber noch genauer wissen wollten, was die jungen Leute heute auf die Straße treibt, haben wir Annika Liebert eingeladen. Sie macht bei Fridays for Future mit und organisiert in Erfurt deren Demos. Anna Liebert ist in Hessen geboren. Heute studiert sie internationale Beziehungen und Sozialwissenschaften an der Uni Erfurt. Sie hat also quasi rübergemacht, nur eben halt andersrum.
vom Westen in den Osten. Herzlich willkommen, liebe Frau Liebert. Marieke Reimann ist in MacPom geboren und heute Chefredakteurin von Z. Z ist das Online-Magazin des Zeitverlages, das sich an Leserinnen zwischen 16 und 35 Jahre richtet. Sie setzt sich als Journalistin und Coach für eine andere Berichterstattung über Ostdeutschland ein. Kürzlich schrieb sie in einem Kommentar, Zitat, den meisten deutschen Medien fehlen nicht nur Ostdeutsche in den Redaktionen, sondern auch das Bewusstsein für eine moderne Ostdeutschland-Berichterstattung. Ihre unmissverständliche Forderung, mehr Ossis in die Medien bitte, so ein gleichnamiger Artikel von Z von ihr. Wir sind gespannt auf weitere Zuspitzungen von Ihnen. Herzlich willkommen bei der OBS, Marieke Reimann. Ina Reber ist in Thüringen geboren, hat Mechatronikerin bei Volkswagen gelernt und studiert inzwischen Wirtschaftsingenieurwissenschaften an der TU Chemnitz. Ich hoffe, das ist richtig. Sie ist Mitglied der IG Metall und ehrenamtlich in der Gewerkschaftsbewegung tätig. Sie war schon Jugend- und Auszubildendenvertreterin sowie Leiterin der Jugendvertrauensleute. Heute leitet sie den IG Metall Ortsausschuss Chemnitz. Herzlich willkommen, liebe Kollegin Reber. Er ist schon hier, sitzt aber nicht auf dem Podium. Herzlich willkommen, Thorsten Faas. Thorsten. Ja. Thorsten Faas ist auch Rheinland-Pfälzer, kommt also quasi aus dem Osten des Westens. Er war als Wahl- und Parteienforscher an der Universität in Mainz tätig. Heute lehrt er an der Otto-Suhr-Institut der hiesigen Universität, genauer an der Arbeitsstelle Politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland, wie Sie hier vorne lesen können. Er verfolgt die Diskussion aus der ersten Reihe. Später wird er dann über eine Untersuchung berichten, die er gerade für die OBS macht. Er hat nämlich kürzlich bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen diese Wahlen zum Anlass genommen, um aktuelle empirische Daten über Einstellungen und Verhalten Jugendlicher zu kommen. Aus den Ergebnissen wird er Empfehlungen ableiten, möglicherweise, die um eine ebenso zentrale wie strittige Frage kreisen. Unter welchen Bedingungen ist eine Absenkung des Wahlalters auf 16 sinnvoll? Wir sind gespannt, lieber Herr Faas, auf erste Zwischenergebnisse, über die Sie uns ja heute hier ganz exklusiv informieren werden. Ganz herzlich willkommen noch einmal, Professor Faas. Ganz herzlich willkommen, liebe Frau Lindner. Frau Lindner moderiert heute, sie kommt aus Hessen, hat nach ihrem Studium in Leipzig ab 2013 für den Deutschlandfunk aus Sachsen berichtet. Mir ist sie damals als kenntnisreiche Begleiterin der Pegida-Auseinandersetzung in Erinnerung geblieben. Inzwischen ist sie Korrespondentin im Hauptstadtbüro des Deutschlandfunks und man höre und staune, sie twittert unter dem Account Ost-West-Konflikt. Schön, dass Sie heute hier sind und uns durch den Nachmittag führen. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir gleich in das Tagungsthema einsteigen, erlauben Sie mir bitte noch einen kurzen OBS-Werbeblock. Viele nehmen die Otto-Brenner-Stiftung über den Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus wahr, den wir später heute Abend ab 17 Uhr hier zum 15. Mal verleihen dürfen. Andere kennen unsere medienpolitischen und medienkritischen Studien. Etwa 50 Arbeitshefte, Arbeitspapiere sind in den letzten Jahren dazu veröffentlicht worden. Manche wissen auch, dass wir Studien zur Demokratieentwicklung, Zivilgesellschaft, Gewerkschaftsfragen machen. Aber leider nutzen noch viel zu wenige Akteure die Möglichkeiten, die die sogenannte Stiftung Neue Länder bietet.
Seit gut 10 Jahren ist die SNL, die Stiftung Neue Länder, wie wir sie nennen, Teil der OBS. Die Stiftung fördert konkrete arbeitsmarktpolitische Vorhaben in den 5 neuen Bundesländern. Bei diesen Projekten geht es beispielsweise um die Reintegration von Langzeitarbeitslosen auf den Arbeitsmarkt. Wir vergeben Projekte, die das Ziel haben, Berufsorientierung der Jugendlichen zu unterstützen. Und wir machen Dinge, die dazu führen sollen, dass junge Leute ihre Ausbildungen nicht abbrechen. Gelegentlich geht es auch bei diesen Projekten, die wir machen, um Fragen der Fachkräftesicherung oder auch um aktuelle Aspekte von Industrie- und Strukturpolitik, immer bezogen auf die neuen Bundesländer. Gerade ist druckfrisch eine Studie erschienen, die der Frage nachgeht, ob die Lausitz nach dem Ende des Braunkohleabbaus eine Perspektive als Energieregion der Zukunft hat. Draußen finden Sie extra für heute so organisiert diese Untersuchung und auch weitere Studien aus dem Bereich der Stiftung Neue Länder. Ich wollte mal diese Veranstaltung hier heute nutzen, um kurz über diese Arbeit der Otto-Brenner-Stiftung in der Stiftung Neue Länder zu informieren. Weitere Informationen, da seht ihr das schon, gibt es auf der Otto-Brenner-Homepage. Genug der Worte sind jetzt gewechselt, es soll endlich losgehen. Herr Faus, bitte, Sie haben das Wort. Die Jahrestagung 2019 ist eröffnet. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Applaus